Gut. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Mitleid mit den Tieren. Weil ja, das ist okay. Also mir wäre das total recht, wenn es irgendeine Methode geben würde, wo ich dann genau die gleiche Frage beantworten kann, ohne Mäuse nehmen zu müssen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich bin ja irgendwie echt skeptisch, was Tierversuche angeht. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt mich noch nie in Realität damit beschäftigt. Ich habe das noch nie gesehen in echt. Und genau deswegen wollte ich es mir einfach mal anschauen, um zu gucken, so, welche Argumente haben denn die Leute, die das tun, dafür. Ja. Hallo. Ah, hallo! Hallo! Ich bin Frank. Ilse. Also, es geht heute um Mäuse und genau. Du wirst heute Mäuse infizieren. Genau. Mit etwas. Ich werde unseren Pilz, der ist hier drin, davon was in die Schwanzvene injizieren. Okay. Und das müssen wir machen, um rauszufinden, was wir vielleicht therapeutisch machen können, um Patienten, die solche Pilzinfektionen haben, besser therapieren zu können. Das heißt, ihr infiziert die Mäuse damit, damit ihr irgendwann herausfindet, was man gegen diesen Pilz auch machen kann. Genau, der kann Schleimhautinfektionen machen, aber auch lebensbedrohliche Infektionen. Okay, krass. Also ich sag schon mal vorweg, ich bin, was Tierversuche angeht, ein bisschen skeptisch. Okay. Aber ich will mir das heute auf jeden Fall erstmal anschauen. Super, machen wir das. So, noch keine Mäuse da, oder? Noch keine Mäuse da. Nee, die wohnen nebenan. Woher kommen die Mäuse genau? Wir dürfen eigentlich nur extra für Tierversuche gezüchtete Tiere für Versuche verwenden. Das ist generell so, das ist im Tierschutzgesetz geregelt. Aber ist es nicht irgendwie auch ein bisschen ein Stück weit traurig, dass die Tiere so gezüchtet werden, damit mit ihnen Experimente gemacht werden? Die haben wahrscheinlich nie ein Tageslicht gesehen, oder? Nee, das ist richtig, die haben kein Tageslicht gesehen. Und es ist natürlich auch nicht schön. Also niemand macht gerne Tierversuche, ich zumindest nicht. Du magst Tiere auch schon? Ich mag Tiere, ich bin selber auch Tierärztin. Ich könnte keinem Tier beim Leiden zuschauen. Das fühlt sich für mich ganz komisch an, dass du sagst, du bist Tierärztin. Mhm. Und Tierärzte sind für mich Menschen, die Tieren helfen wollen. Mhm. Und jetzt injizierst du quasi den Tieren ja erstmal den Pilz und machst sie damit krank. Ich mach sie krank, genau. Und das steht doch an einem krassen Gegensatz. Ja, wenn man als Tierarzt mal vor kranken Tieren gestanden hat, denen man nicht helfen kann, weil es kein Medikament geht oder weil man nicht die diagnostischen Möglichkeiten nicht hat, dann ist man an einem Punkt, wo man sagt, wir brauchen Forschung, damit ich den Tieren helfen kann. Das Gleiche gilt für Infektionen bei Menschen. Und deswegen machen wir solche Versuche. Mhm. Was versuchten Sie jetzt genau herauszufinden? Also es gibt einen Pilz, der kann lebensbedrohlich sein. Und diesen Pilz spritzt sie den Mäusen, um herauszufinden, wie die Mäuse reagieren. Mhm. Und aus diesen Forschungsergebnissen von Ilse lassen sich dann hoffentlich irgendwann Therapiemöglichkeiten noch für den Menschen finden. Wollen wir mal infizieren? Ja, ja. Das wäre jetzt, glaube ich, ganz gut. Wie wird es jetzt genau ablaufen mit den Mäuschen? Wir werden gleich den Schwanz in warmes Wasser tunken. Wenn es warm ist, erweitern sich die Gefäße. Und das macht es uns leichter, intravenös mit der Kanüle reinzukommen. Tut es der Maus weh? Das ist sicherlich nicht angenehm, aber das ist ein Pieks. Okay. Ist das für dich jetzt eigentlich schon so routiniert, oder? Also es ist so, die eigentlichen Handgriffe, die sind routiniert. Das, was besonders ist, ist tatsächlich, dass man das Tier ja absichtlich krank macht. Das heißt, die Aufregung oder die Sorge, hat man alles richtig gemacht? Habe ich nirgends einen Fehler gemacht? Ja? Sodass ich wirklich einen Versuch habe, wo auch hinterher ein gutes, aussagekräftiges Ergebnis rauskommt. Das ist eine Aufregung, die ist immer da. Okay. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Mitleid mit den Tieren, weil... Ja, das ist okay. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ja. Also mir wäre das total recht, wenn es irgendeine Methode geben würde, wo ich dann genau die gleiche Frage beantworten kann, ohne Mäuse nehmen zu müssen. Mhm. Gut. Okay. Das war jetzt die Infektion. Das war jetzt die Infektion. Na, und wie man sieht, die zeigt sich nicht sonderlich beeindruckt davon. Darf ich die auf die Hand nehmen? Ja, ich halte sie aber noch am Schwanz fest, damit es nicht so dolle nachblutet. Ich habe es mir irgendwie grausamer vorgestellt für die Maus. Ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, dass die Mäuse jetzt akut daran leiden. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn sich der Pilz ausbreitet.
Wie lange braucht dieser Pilz, um sich jetzt da auszubreiten? In der Dosis, die wir haben, geht das so Tag 4 in etwa los. Das ist die Mäuse. Die kriegen ein leichtes Fieber, so wie ein Mensch auch. Also okay. Die Körpertemperatur steigt, dann werden die natürlich schlapp. Und dann, je nachdem wie empfänglich die sind, verschlechtert sich das im Laufe von 2-3 Tagen so, dass wir dann sagen, hier brech mal ab und schläfern das Tier rein. Bis auf den kleinen blutigen Fleck am Schwanz sieht man jetzt gar nicht, dass irgendwas passiert ist. Aber es ist schon krass, dass sie jetzt so infiziert sind mit diesem Pilz. Und dann in ein paar Tagen werden die einfach eingeschläfert. Und ich freue mich so ein bisschen, ist es leid, dass wir denen dazufügen? Macht das Sinn? Und ist das irgendwie, steht das in einem Verhältnis? Wenn ich diese Mäuse so sehe, wie leichtfertig werden die für solche Versuche benutzt? Jeder Tierversuch, der in Deutschland durchgeführt wird, muss genehmigt sein. Das heißt, ich muss einen Antrag schreiben, das sind so 20 bis 30 Seiten, wo ich genau beschreibe, was ist meine wissenschaftliche Fragestellung. Warum muss ich dafür einen Tierversuch machen? Warum kann ich es nicht anders rausfinden? Das kommt dann erst zu einer Ethikkommission. Und wenn die okay gibt, dann muss noch die Behörde diesen Versuch genehmigen, die auch nochmal prüft, ob alle Vorschriften eingehalten sind. Also ich frage mich manchmal, warum stellen wir das Menschenwohl über das Tierwohl? Ich bin mir sicher, viele Leute sagen, ich bin strikt gegen Tierversuche, sehen das in dem Moment anders, wenn nahe Angehöriger schwer krank sind. Ja. Aber Tierschützer würden jetzt wahrscheinlich sagen, es gibt mittlerweile so viele alternative Methoden, dass zumindest nicht so viele Tierversuche mehr gemacht werden müssen. Wir nutzen ja alle alternativen Methoden aus. Ja, also hinter diesem Versuch stehen 5 Jahre Arbeit ohne Tiere, quasi. Ja. Das vergisst man halt schnell, wenn man dann nur den Tierversuch sieht. Ich merke ja selber, wie das mich emotionalisiert, weil ich die Tiere sehe und denke mir so, boah, die Armen. Voll, aber auf der anderen Seite, ich hatte nicht den Eindruck, dass Ilse das leichtfertig macht. So, ich hatte nicht das Gefühl, da sind die Tiere egal. Aber am Ende werden eben doch alle Mäuse sterben. Da konnte ich jetzt nicht dabei sein, weil der Versuch da ja gerade startet. Die Ilse hat mir aber ein Video gezeigt, wie der Versuch normalerweise endet. Das ist jetzt die Stelle, wo ich der Maus das Narkosemittel in der Überdosis gespritzt habe. Mhm. Und dadurch, dass es eine Überdosis ist, verstirbt sie dann. Und sobald sie dann tot ist, fängt wieder die wissenschaftliche Tätigkeit an. Das heißt, hier schneide ich die Maus dann auf, um halt Organe zu entnehmen, um weiterführende Untersuchungen zu machen. Das ist natürlich irgendwie kein schöner Anblick, ne? Also beim toten Tier denke ich erstmal so, oh, muss das sein? Ja. Das Tier ist zumindest nicht sinnlos gestorben. Und das, was wir da machen, wenn sie tot ist, ist ja, dass wir sie auch nochmal wirklich so weit wie möglich benutzen zum Erkenntnisgewinn und sozusagen optimal ausnutzen. Okay, das, was wir jetzt hier haben, ist eine Niere von einem Tier, wo der Pilz eine Infektion ausgelöst hat. Diese pinkfarbenen Strukturen, die so aussehen wie Fäden, das sind Strukturen vom Pilz. Würde das bei den Menschen eigentlich auch so aussehen? Das sieht ganz ähnlich aus, ja. Mhm. Die Niere ist sehr vergleichbar. Also da ist so, würdest du sagen, die Übertragbarkeit von Maus auf Mensch auf jeden Fall? Die ist in dem Fall sehr gut. Ich glaube, das Entscheidende bei Tierversuchen ist immer die Frage, ist die Fragestellung so wichtig, dass es das rechtfertigt? Ich persönlich esse zum Beispiel kein Fleisch, auch aus Gründen des Tierschutzes. Mir wird es aber schwerer fallen, vor einem todkranken Hund oder einem todkranken menschlichen Patienten zu stehen und zu sagen, wir können dich nicht behandeln, weil es ist nicht gerechtfertigt, um Heilmittel zu finden, einen Tierversuch zu machen. Mhm. Also das sind immer so Abwägungen, die man treffen muss, auch jeder für sich selber. Mir ist vor allem nochmal klar geworden, auch wenn ich jetzt irgendwie auf Fleisch verzichte als Vegetarier, dass ich trotzdem Tiere für mich leiden lasse. Nämlich indem ich Medikamente nehme. Und darauf kann ich eben einfach auch gar nicht verzichten. Ich meine, auch wenn es bitter ist, so die Erkenntnis, dass man es irgendwie Tierleid nicht ganz ausschließen kann, finde ich es aber trotzdem super, dass es uns irgendwie klar wurde, dass man irgendwie einen bewussteren Umgang damit haben soll. Und von euch möchten wir jetzt gerne noch wissen, wie steht ihr dazu? Warum lassen wir Tiere leiden? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ab nächster Woche geht es dann weiter mit einem neuen Thema. Ich verrate schon mal so viel, es geht um Schönheit. Und es wird die allererste Frage, die ich mir so ganz gemütlich aus dem Hintergrund anschaue. Ich bin mega gespannt, was du machst. Wenn ihr keine weiteren Fragen verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen. Für mich war es jetzt erstmal die letzte Frage. Schnief.
aber es wird super weitergehen.